Oh, hallo. Ich war kurz beschäftigt, mich selber anzugucken. Tut mir leid, T-35. Schön, dass mein Motor unter Wasser so schön atmen kann. Also du kannst jetzt unter Wasser fahren. Nicht wirklich fahren. Du stehst also. Nein, ich laufe. Also du hast jetzt gerade eben den Walker, bring mich nicht durcheinander, Gott. Wie komme ich wieder aus diesem Wasser raus? Keine Ahnung, deswegen habe ich es auch nicht. Du kleiner Spast! Lass dich töten. Keine Ahnung. Muss ich ehrlich sein. Alter, wie viele MGs! Zurückfahren, zurückfahren, zurückfahren! Ach guck mal, hier kommst du sogar raus, oder? The driver, he's wounded! Oh wow, jetzt ist er wirklich wounded, fuck. Hallo, KV-1 und T-34. Wow, ein ST-1 hat mich gekillt. Damn you bastards! M35 oder Panzer? Ach, ich bin Bomber. Mein M35 ist an einem T-34 abgeprallt. Also, ich kann entweder Bomben oder Raketen mitnehmen. Nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, ob meine Stimme ziemlich schlau ist, aber... Junge, ich hab echt ein Problem. T-34 lauert mir auf. Na dann, nicht schlecht. Spawn to battle. Macht's dir was? Billy, du kannst auf Häuser laufen. Was? Ja? Was so fuck, Mate? Ich lauf da mal oben auf einem Haus rum, ne? Und ich flieg da mal rum. Klaus 0815. Das ist ein toller Name. Billy, komm mir zu. Kann ich nicht. Gott, ich bin doch nicht mal in der Nähe von der Stadt. Nein, ich wurde getötet von dem SD1. Haha. Hab leider nicht den Namen von meinem Killer gemerkt, also von dem her. Gordon. Das war der Name, Dovahkiin. Nur ein fucking Hit und nichts getötet? Da fuck, wie schaffe ich das? Ja, verpiesel dich. Verpiesel dich. Ja, dass du dich diese Laufanimation gewöhnt und wundere mich, warum mein Panzer nicht läuft. Nicht schlecht läuft bei dir. Wieder mal. Läuft bei mir. Wie Durchfall. Wie geht's jetzt Gehirn? Noch besser wie deine Witze. Oh Gott. Ey, sag nie was gegen LOLmaster-Witze. Das sind die besten. Also ich mag die mit deinem Alter am meisten, muss ich zugeben. Ja, er hat Winston. Dovahkiin. A Fuel Leak. Fuck, du Bastard. Bastard. Das ist das, wenn man Deutsch und Englisch kombiniert. Verdammte Scheiße nochmal. Garner, he's wounded. Die beste Methode, einen Walker auszuschalten, ist unter ihnen durch unten drunter zu stehen. Ja, hätte das gedacht. Der Rumpf ist wieder mal ein ziemliches Problem. Wundert mich, dass die Dinger. Ja, endlich mal was gekillt! Gott dang it, Sonne! Soll ich dir diese IL-2 vom Leib halten oder? Nö, ich liebe es nämlich, die ganze Zeit beschossen zu werden. Oh mein Gott. Das hat sie jetzt auch erledigt. Goodbye, horses. I'm flying over you. Goodbye, horses. Ah, ja. Yeah. La 5, La 5, La 5. Ich bin jetzt hier ein bisschen überfragt. 2x 298 Millimeter? Heilige Scheiße! Das ist ja ziemlich nice. Würde ich nicht nehmen. Ich würde die Bomben und die kleinen Raketen. Ja, ich hab die mit 6 genommen. Also zumindest 6 Stück. Ich hab noch Bomben dabei gehabt. Guns Targeting Distance 400 Meters. Ich mach mal 800. Bomb Activate. Wirklich? Das kann mir einstellen? Natürlich. Nicht schlecht. Warum denkst du, bin ich so ein großer Luftschlachtenfan?
Keine Ahnung, weil du auf komische Kills stehst. Ich hab jetzt auch Bomben dabei. Da fuck. Ne, warte mal, ich hab nur. Okay, jetzt bin ich wirklich durcheinander. Scheiß nochmal. Bei Horse. Du wurdest abgeschossen. Wirklich. Ja, von Hans. Wo ist Peter? 0815. XX Peter. Ach, hier hat jemand wieder CZ im Namen. 600. Bin mal gespannt, von wo der herkommt. IL2. The fuck! Fuck, das war nicht gut von mir. Ich hab mir gedacht, ja, ein IL2 am Boden, was ist denn das? Ja, greift mich auf einmal an. Kleiner Spast! Ich hab ein Aircraft. Dovahkiin! Dovahkiin! Illy fällt hin. Dovahking, Dovahking. Ja, das ging schnell. Ja, Hauptsache, ich hab wenigstens noch ein Flugzeug getötet. Hans von Wolfberg. Ja, sag ich doch, Hans. Dan. Ach so, nein, hier gibt's. Ah, fuck it. Hab eh so einen Namen vergessen. Klaus, jetzt da. Hans von Wolfberg ist gestorben. LOLmaster 502 ist gestorben. LOLhamster hat. Man darf hier aber auch nicht 2 Sekunden stehen bleiben, oder? Gott, diese Shells, die man eingestellt hat am Anfang, die sind so komisch. Ja, Hauptsache, ich verfehle die ganze Zeit mit meinen Bomben, aber die töten mich die ganze Zeit. Ich habe herausgefunden, warum ich diesen Stock mit meinem MG Damage gemacht habe. Ich hatte einen 20mm MG, ohne es zu wissen. Da fuck. Kann es sein, dass wir gerade eben besiegt werden? Warst du ganz blöd? Ich werde mich dann mal vergraben. Wenn ich nicht rausgebombt werde, heißt. Ich habe keine Punkte mehr. Kannst mir ja zugucken. Shady Billy. Shady Billy. World of Tanks. Wir haben Shady Willy. Pass auf, ein Panzer 3. Oh, da. Ich habe gerade eben eigentlich diesen ST1 verfolgt. Pass auf, Hans von Wolfberg kommt mit einer U87. Hey, Boys! Let's have some fun! Einmal Professional? Nicht schlecht. Genau, ja, nach dieser Schwuchtel habe ich die ganze Zeit mich umgeguckt. Tut mir leid, das. Wo musst du hinschießen, um den zu killen? Ich habe jetzt an die Seite des Turms geschossen, weil die ganze Zeit woanders hingeguckt hat. Die Enemy Forces! Hey Kollege, ich habe auch ein MG. Findest du das auch toll? Und wie viele? Mit den MGs glaube ich jetzt weniger, aber dadurch, dass er jetzt sich zurückzieht, nehme ich mal an, dass ich mehr als seinen Lack gestriffen habe. Oh, ist ein Turmdrehring. Oh Gott. Der macht mich echt fertig. Ja, das habe ich gerade Burning Ring of Fire. Went down, 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 and the flames went higher. And der T34 hat vergessen, dass du da bist. Okay, das war gerade eben komisch. Artillerie, Artillerie. Da fuck war das schon wieder? Artillerie. Kleiner Spast! Oh oh. Heilige Scheiße! Teuflisch, teuflisch. Ich weiß, wegen den Flammen, hä? Dieses Geräusch. Ah, nee, warte. IHE tue ich jetzt raus. To Battle. Okay, das Teil wiegt 0 Tonnen, verstehe. Weil der Turm ja auch nicht nur so 10 Tonnen wiegt oder so. Ich meine, dadurch, dass es ja nur 0 Tonnen wiegt, könnte ich ja mir mal gut vorstellen, dass das Teil dann auch sich schneller drehen würde. Du kannst dich auf dem Haus stellen, links zum Beispiel. Ja, dass sie von allem abgeknallt werden kann, oder? Denkst du, ich bin blöd? Oh oh. Hey, stehen bleiben. Gäb's was wie? Nein! Schweine! 1, 2, 3, schicki schicki Schweine. Oh oh, 1, 2, 3, schicki schicki Schweine. Wow, ich hab verfehlt, was? Ach du Scheiß. Ja, das ist typisch.
Bei mir funktioniert ein Spawn Protect nicht. Aber Hauptsache bei den anderen. Ja, ich bin jetzt auch komplett tot. My ass burns. And the flames were higher. Weißt du was, ich spiel jetzt wieder normal, das geht mir ein bisschen auf den Piss. Ich muss später nochmal ein Unrealistic Battle ohne dich spielen. Wenn's dich andauernd crasht. Warte mal, das Unrealistic Battle. Ach so, das ist das jetzt mit diesem komischen Sherman, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub schon. Dann nehmen die einfach so einen Sherman, der eigentlich damals. Wie hießen die damals? Das waren doch diese Aufblasbaren, die für die Feinde so aussehen sollten, zumindest wenn sie spähen, dass es wie Panzerdivisionen aussahen. Ja, aber ich den Namen vergessen, nicht schlecht. Bei Ruse zum Beispiel kam es auch vor. Special Purpose Sherman heißt da, glaube ich. Also hier in-game heißt es Special Purpose Sherman. Hier in-game, das war gut gesagt. Ja, na gut, der Pershing heißt ja auch Pershing, also. Ich weiß noch nicht mal, ob der allgemein so heißt. Special Purpose Sherman. You know? Das war ein M4A1 von 70er. Was denn? Ein brasilianischer IS-2? So was gibt's? Sieht man auch nicht jeden Tag. Okay, warum nicht? I fell into a... Gott, hör auf für diesen Lied, du warst wieder fertig damit! Schon zu einem richtigen Ohrwurm geworden. Enzo burns! Vent higher! Wear my sunglasses at night. Boy. Werde von IS-Panzern und Königstigern beschossen mit dem MG. Kann es sein, dass sie dich mögen? Hier ist ein M6A1 und sein bester Panzer ist ein M4A3E2. Und nicht mal das 76er? Ah. Traurig. Der hat einen 75er Jumbo und einen 76er M4A2. A2? Ja, warum kommt er dann überhaupt in diese Lobby rein? Keine Ahnung. Hat er wieder mal ganz liebe Freunde, die... Naja. Ach so, Squad Ranking 6.0. Dann hat er wahrscheinlich irgendeinen Spasten drin als Freund, der irgendwas Krankes genommen hat. Ein Panzer 4 Ausführung. Ha 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 ha. Ja, sein Freund hat einen Panzer 4 Ausführung. Ha. Das war's. Tiger. Ach so, ja, jetzt erklärt's ein bisschen mehr. Oh, komm! Ein bisschen war er noch links und er hat den Typen Ast reingetroffen. Ich versuch grad Panzer 4 zu töten. Abgeprallt. Abgeprallt. Eine Panzerkampfwagen. Panzerkampfwagen. Ich glaube, dieser Königstiger schießt auf mich. Aber ich kann es nicht genau sagen. Jetzt guckt er mich wieder an. Gott, den Schuss habe ich aber verzogen. Okay, das war komisch. Ein tschechischer Tiger. Ohne CZ im Namen hat der Typ. Was? Das gibt's? Ja, selten, aber es gibt's. Oh, jetzt zeigt er mir sein Heck. Oh ja, bitte, bitte. Mehr davon. Danke. Ich möchte Panzer töten. Ich. Du kleiner Spasti. Wow, ich habe ihm durchgeschossen. Nicht schlecht. Hast du jetzt eigentlich dein Tee? Deine Titte 32? Deine Titte 32, ich glaub noch nicht. Das Match war ja noch nicht in dem Sinne zu Ende. Ein Easy Aid. Ja, den ich eigentlich beschießen wollte. Wow, warte mal, du. Leck mich doch kreuz, also nicht schlecht. Ah. Guckt er mich an? Guckt er mich an? B. Warum musst du die ganze Zeit in mir reinfahren? Ist das irgendwie ein Fetisch von dir? Ja.
Sag mal, wie schaffe ich das, die ganze Zeit einen Durchschuss zu erlangen, einen Panzer brennen zu schießen, die Crew zu knallen und dass der Panzer nicht drauf geht? Ich würde das echt mal gerne wissen. Und dieser Drecksbaume! Gott! Wie viele Bäume noch? Ach ja, ganz rechts kommt was rüber. Ich fahr jetzt mal nach hier. Du fährst mal nach hier. Ja, ich fahr jetzt mal nach hier. Ich fahr mal nach da drüben. Ja, ich fahr nach hier und du fährst nach da.